Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Kürzlich hatte ich ja verkündet, dass meine Android-Version von meiner App LowTrack fertig ist und in der Zwischenzeit haben sich das auch schon mehr als 100 User heruntergeladen und in Betrieb genommen, so zumindest die Statistiken von Google Play. Ich habe euch dann auch versprochen, dass ich wieder GPS-Tracker vorstellen werde. Und da möchte ich heute mal mit dem Modell starten. In diesem Päckchen ist der Trigino Tracker D, also Delta. Ich weiß nicht, warum der so heißt. Es gab da auch mal ein anderes Modell oder gibt es noch immer. Der hieß irgendwie so LGD 92 oder LG 92 oder so. Und die sehen beide optisch mal gleich aus. Was da jetzt der Unterschied ist, ich weiß es nicht. Wir werden der Sache auch nicht näher auf den Grund gehen. Ja, und ich denke, dieses Tracker D, Delta, ist vielleicht die vierte Generation oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber sehen wir da einfach mal rein. Und so sieht der Tracker hier aus. Und ich weiß nicht, mich erinnert das so an dieses Notrufsystem, was es da gibt für Senioren. Dann kann man sich das so um den Hals hängen. Und wenn man alleine zu Hause ist oder so, oder in einer misslichen Lage, man stürzt, das geht einem nicht gut, drückt man den roten Knopf und dann werden die Rettungskräfte alarmiert. Kennen sicher einige von euch. So sieht das zumindest aus. Optisch und auch hier von der Verarbeitung, es macht nicht den höchstwertigsten Eindruck, aber es ist durchaus okay von der Verarbeitung her. Und ja, für mich zählen die inneren Werte. Also die Reichweite, die Akkulaufzeit, die GPS-Genauigkeit, das ist ja wichtig. Ja? Und das möchte ich in dem Video mit euch herausfinden. Ich habe auch wieder die ganzen Kapitel markiert. Ihr könnt euch da in der Timeline einfach durchklicken. Und wir werden jetzt hier mal mit einer generellen Übersicht starten. Dann nehmen wir das in einem LoRaWAN-Netzwerk in Betrieb, also bei The Things Network, TTN natürlich, klar. Und dann werden wir das auch mit meiner App LoTrack konfigurieren, da mal in Betrieb nehmen und zum Schluss gibt es noch einen Live-Test. Das ist hier so Thema von diesem Video. Viel Spaß! Werfen wir zunächst einen Blick auf den Lieferumfang. Auf dem Päckchen steht schon Tracker D und das EU-Band 868 MHz. Das ist wichtig, dass ihr das bestellt. An der Innenseite oder Oberseite gibt es dann einen Sticker mit den entsprechenden Schlüsseln für die Registrierung im LoRaWAN-Netzwerk. Please keep it safely. Ja, machen wir. Ich habe hier den App-Key verdeckt. Sollte man machen. Und da ist ein QR-Code, da fragen sich auch einige, was steckt da eigentlich dahinter? Hinter diesem QR-Code ist lediglich die Device-EUI versteckt. Der Tracker selbst, sehen wir uns den nochmal aus der Nähe an. Also der rote Button, ober diesen Button eine mehrfärbige LED, dann kann man hier das Band durchschlaufen. An der Oberseite gibt es einen USB-C-Anschluss, gleich daneben einen Reset-Button, der soll auch erstmalig betätigt werden, nachdem das Gerät im LoRaWAN-Netzwerk registriert wurde, denn dann startet der Join-Request. An der Rückseite sehen wir nochmal die genaue Version, die wir haben und das war es dann eigentlich schon. Aufgeladen wird der auch über diesen USB-C-Port, es ist ja ein Akku mit 1000 mAh verbaut. Was gibt es da sonst noch zu sehen? Es ist nicht viel. Es liegt in diesem Päckchen noch ein USB-C-Kabel bei und ein Halsband oder wo man sich das auch immer hinhängen möchte. Das ist das hier und das ganz normale USB-C-Kabel, mit dem dann auch aufgeladen wird. Als nächstes werde ich diesen Tracker jetzt registrieren. Die Schlüssel gebe ich da in meinem LoRaWAN-Netzwerk ein. Wir werden dann einen Decoder einbinden und das mal soweit betriebsbereit machen, dass wir dann den starten können. Als erstes müsst ihr euch einen Account bei The Things Network erstellen. Das habe ich schon gemacht. Viele von euch werden das schon haben und da muss man jetzt mal eine neue Application erstellen. Da gibt man eine Application-ID ein. Ich schreibe da jetzt einfach mal AIQWeb Trigino hinein. Da könnt ihr selbst was auswählen, sind alles Kleinbuchstaben und Zahlen sind auch noch erlaubt. Dann gibt es einen Application Name, da schreibe ich jetzt einfach mal Tracker D App hinein. Das ist völlig egal, was ihr da reinschreibt, es kann dann auch noch optional eine Beschreibung hinzugefügt werden. Ist jetzt nicht notwendig, ich klicke hier auf Create Application. Die Application wurde angelegt. Dann gehen wir hier auf End Devices und fügen da dann ein neues Gerät
hinzu. Wenn ihr mehrere Tracker des gleichen Herstellers, des gleichen Typs verwendet, könnt ihr die alle hier einer Application zuordnen. Das ist kein Problem. Klicken wir jetzt auf Register and Device und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann jetzt hier das Ganze über die Device Repository installieren. Die Problematik ist, es gibt zwar von Dragino eine, aber dieser Tracker D ist hier noch nicht hinterlegt, sondern nur der LGT92, das ist aber der falsche. Deswegen machen wir das manuell, da ist nicht viel um. Wir müssen einfach mal den Frequency Plan auswählen, das ist hier einfach die Empfehlung für Europa. Dann die LoRaWAN Version, da gibt der Hersteller 1.0.3 an. Und dann geht es hier los mit der Schlüsseleingabe. Ich gebe da jetzt mal alles 0-Zeichen ein, damit wir hier weiterkommen. Ich zeige euch das nur. Ihr werdet dann gefragt nach der Device-EUI, nach dem App-Key. Das steht alles am Sticker. Und wer sich jetzt fragt, was ist die Join-EUI, das ist einfach die App-EUI. Dann gibt man hier noch eine End-Device-ID ein. Die wird automatisch generiert. Ich würde die aber dann umbenennen. Da könnt ihr dann auch in meiner App den Tracker besser zuordnen. Also zum Beispiel gebe ich jetzt hier einfach Tracker D ein. Bindestrich von Alex. Sowas in die Richtung. Gut, ich setze hier nochmal die Schlüsseleingabe zurück, gebe jetzt meine echten Schlüssel ein, lege das Gerät an und dann sehen wir uns den Rest an. Nach Eingabe der Schlüssel wird man zu dieser Seite weitergeleitet. Das Gerät ist jetzt soweit angelegt und wäre betriebsbereit, aber wir brauchen noch einen Decoder. Und da gehen wir hier auf Payload Formatters, Uplink und da fügen wir einen Custom JavaScript Formatter ein und den müssen wir uns jetzt von Dragino kopieren. Das ist ja bei LoRaWAN so, man möchte die Datenübertragung möglichst sparsam machen, das heißt, man spart hier jedes einzelne Byte, wo es nur geht und dementsprechend braucht man hier im Gerät einen Encoder, der ist ja von Dragino schon entwickelt und den Decoder, den muss man dann im LoRaWAN-Netzwerk einfügen, der diese komprimierte Datenschlange, wenn man das so möchte, an Parameter wieder richtig herausholt. Und da gibt es einen Link dazu im Manual, ich gebe euch das in die Videobeschreibung und da gibt es den Tracker D TTN Decoder, da nehmen wir jetzt einfach die neueste Version, 1.4.3 ist das jetzt hier in meinem Fall und ich kopiere mir hier einfach direkt von GitHub den kompletten Code, das ist der Decoder. Er ist schon ziemlich umfangreich. Bis zur letzten Klammer. Dann kopieren wir den und fügen den hier einfach ein. Ich lösche das komplett, füge den hier ein und klicke hier auf Save Changes. Und im Endgerät, in meinem Tracker, wenn ich jetzt hier auf Payload Formatter klicke, gibt es hier Use Application Payload Formatter. Das heißt, das ist der, der hier eingefügt wurde. Ich kann ihn auch an der Stelle einfügen. Dann müsste ich hier einfach einen Custom JavaScript Formatter auswählen. Dann kann ich ihn auch hier hineinkopieren. Dann bezieht sich der nur auf dieses Gerät. Und ansonsten bezieht er sich auf alle Geräte, die hier in der Application hinterlegt sind. Okay, das war's soweit. Ich gehe wieder zurück auf die Overview. Und jetzt werden wir hier den Tracker mal in Betrieb nehmen. Und dann sollten wir auch hier sehen, dass ein Join Accept kommt. Dragino möchte, dass wir diesen Tracker in Betrieb nehmen, indem wir hier einfach einen Reset durchführen. Und das werde ich jetzt machen. Ich werde euch auch die TTN-Konsole einblenden und wir betätigen diesen Reset-Taster. Jetzt leuchtet das in allen Farben und wir sehen schon eine Aktivität in TTN. Ein Join Accept, das bedeutet, die Verbindung ist hier erfolgreich hergestellt worden. Und der Tracker blinkt dann auch mal länger grün und damit passt das. Der Tracker D ist soweit betriebsbereit. Was uns jetzt noch fehlt, ist eine Software oder eine App, die uns die Position von dem anzeigt. Es gibt da jetzt sehr viele Cloud-Anbieter, da kann man mal bei The Things Network nachsehen, da gibt es das Dago.io.
Dann gibt es zum Beispiel DataCake, das wird von Dragino empfohlen. Es ist, glaube ich, auch mit Ubidots möglich, da eine Karte darzustellen. In Node-RED gibt es eine Integration dafür. Aber es gibt auch eine App, die nennt sich LoTrack, die habe ja ich entwickelt und mit der werden wir jetzt kurz einen Reichweite-Test machen. Ich zeige euch nochmal ganz schnell, wie das eingerichtet wird und konfiguriert wird, damit das mit LoTrack funktioniert. Und dann machen wir nochmal schnell so einen Test im Freien. LoTrack ist für iOS und Android erhältlich. Wer noch keinen Account hat, klickt hier unten auf noch keinen Account. Man kann dann die persönlichen Daten eingeben und einen Account erstellen. Im Anschluss bekommt man eine E-Mail, die beispielsweise so aussehen könnte. Dazu bestätigt man als erstes die eigene E-Mail-Adresse, indem man den ersten Link öffnet. Dann gibt es einen Username, den man hier erfährt, und es gibt eine Integration-URL zum Schluss. Die müssen wir uns dann kopieren, wenn wir die Integration zu dieser App einrichten, was wir auch gleich im Anschluss machen werden. Ich habe hier bereits einen Account erstellt, der nur für dieses Video verwendet wird, um das mal zu zeigen. Und da könnt ihr euch dann mit euren eigenen Account anmelden. Und aktuell sehen wir, dass jetzt noch kein Tracker verfügbar ist. Und wenn wir hier auf Geräte klicken, ist auch noch kein Tracker vorhanden. Man kann jetzt da oben über das Plus manuell ein Gerät hinzufügen. Es geht aber auch einfacher, wenn man zuerst die LoRaWAN-Schnittstelle einrichtet zu LoTrack. Und sobald der Tracker sich hier das erste Mal meldet, wird er hier als Gerät vorgeschlagen. Und das machen wir jetzt. Zunächst müssen wir eine Verknüpfung zwischen dem LoRaWAN-Netzwerk, also dem Things Network, und LoTrack herstellen. Dies geschieht über die Integration. Dazu klicke ich hier auf Integration Webhook und füge einen neuen Webhook ein. Das ist hier ein Custom Webhook. Dann vergebe ich hier eine ID. Das ist einfach hier LoTrack Integration. Das Webhook-Format ist JSON. Als Base füge ich meine URL ein, die ich in der E-Mail erhalten habe. Der Schlüssel ist bei euch ein anderer, der ist immer individuell. Auch bitte Vorsicht mit diesem Schlüssel. Und dann müssen wir hier bei Uplink Message noch einen Haken setzen. Das Feld hier bleibt leer und wir klicken auf Add Webhook. Ich gehe jetzt wieder zur Device Overview und jetzt muss ich das Gerät wieder bei TTN oder bei euren LoRaWAN-Netzwerk melden. Also sobald ein Positionspaket gesendet wird, wird das jetzt schon an LoTrack weitergeleitet und LoTrack wird euch das Gerät dann vorschlagen. Der Tracker hat sein nächstes Datenpaket gesendet und wir aktualisieren die App. Es gibt hier einen Vorschlag. Genauso wie es in der Konsole angezeigt wird und wir klicken auf diesen Gerätevorschlag. Ich kann jetzt hier noch den Namen ändern. Das können wir auch gleich mal machen. Einfach Tracker von Alex. Die Device-UI wird hier angezeigt. Das Netzwerk wurde bereits ausgewählt. Optional kann noch ein anderes Symbol gewählt werden. Und jetzt klicken wir hier auf Speichern. Das Gerät wurde hinzugefügt und ist jetzt hier verfügbar. Der Tracker ist noch nicht verbunden. Sobald es ein weiteres Datenpaket gibt, besteht hier die Möglichkeit, dass man die Position anzeigen kann. Wechseln wir nochmal zurück auf den Geräte-Tab und der Tracker hat in der Zwischenzeit schon wieder ein Datenpaket abgesendet. Ich aktualisiere das und wir können jetzt den Tracker auswählen und sehen eine Position. Auch unter Daten werden die aktuellen Positionsdaten und die Payload vom Tracker angezeigt und wir bekommen auch die Information zum Gateway. Jetzt wird es aber auch Zeit, dass wir da noch ein paar Einstellungen vornehmen, dass wir das so einstellen, wie wir es gerne hätten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen mal über den Computer mit dem USB-Kabel oder über LoRaWAN Downlinks. Was gibt es sonst noch Wissenswertes zu diesem Tracker? Ganz interessant ist die Hardware.
Und da ist Trojino ziemlich offen. Zum einen hat man mal die Möglichkeit, dass man auch selbst eine Software hier schreiben kann oder ein bestehendes Beispiel anpassen kann. Und das ganz einfach über die Arduino IDE. Verbaut ist in diesem Tracker als Mikrocontroller ein Espressif ESP32 Pico D4, also Delta 4. Das bedeutet dann auch, dass hier Bluetooth und WLAN oder Wi-Fi integriert sind. Ist nämlich auch eine interessante Sache. Und als LoRaWAN-Chip oder als LoRa-Chip, LoRa ist ja im Prinzip die Modulation, LoRaWAN ist ja nur eine Software, da kommt der bekannte SX1276 von Semtech zum Einsatz. Und Trojino nimmt auch als Basis die LMIC-Library für das Beispiel. Und die ist ja hier auf meinem Kanal schon ganz gut bekannt. Das ist aber nur ein Thema für diejenigen, die da wirklich selbst was weiterentwickeln wollen. Wer da nur das LoRaWAN-Netzwerk testen möchte oder den wirklich als GPS-Tracker nutzen möchte, für den ist das jetzt nicht so interessant. Interessant hingegen ist schon, wie kann man den jetzt hier programmieren oder einstellen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel das Sendeintervall kann man einstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder über den USB-Port, über einen Serial Commander, indem man sich da auf den COM-Port verbindet und mit AT-Befehlen die ganzen Parameter hier einstellt. Da kann man auch die Schlüssel ändern. Und ein Teil davon lässt sich auch über das LoRaWAN-Netzwerk mit Downlinks einstellen. Bevor wir jetzt einen Downlink senden, möchte ich euch erklären, wie das jetzt überhaupt funktioniert. Es ist ja alles immer in Hexadezimal angegeben. Und ihr seht jetzt hier oben schon 01000384. Das ist der Steuerbefehl, den ich als LoRaWAN Downlink sende, wenn ich das Sendeintervall hier auf 15 Minuten setzen möchte. 15 Minuten sind 900 Sekunden. Und diese 0384 in Hexadezimal sind nichts anderes wie 900 in Dezimal. Das heißt, wenn ihr das einstellen wollt, dann müsst ihr einfach im Internet oder eine App herunterladen, so einen Dezimal zu Hexadezimal Rechner euch organisieren. Möchten wir das Intervall auf 5 Minuten setzen, muss ich wissen, was in Hexadezimal 5 Minuten sind. Und das sind zum einen mal 300 Sekunden, das ist auch klar. 60 mal 5 und diese 300 Sekunden sind in Hexadezimal hier 012C. Und deswegen wieder hier 01, das ist der Steuerbefehl oder der Parameter, den ich ändern möchte. Das bedeutet dann Sendeintervall und da setze ich das dann auf 012C. Im minütigen Intervall würde das dann so aussehen, dass ich dann hier einfach 00003C sende. Da gibt es nämlich nur noch 3C. Und damit kann ich dann als Downlink das Sendeintervall im Normalbetrieb einstellen. Es gibt dann auch ein Alarm-Sendeintervall. Den Alarmmodus löst man aus, indem man diesen roten Knopf hier für einige Sekunden drückt und haltet. Und dann würde es ja Sinn machen, dass man ein möglichst kurzes Sendeintervall hier verwendet. Der Parametersatz ist dann P1, also in dem Fall jetzt nicht mehr hier 01, sondern B1. Damit weiß der Tracker, okay, wir wollen das Alarmsendeintervall einstellen und dann 00001E und 30 Sekunden oder 30 ist in dem Fall halt hexadezimal 1E. Interessant ist vielleicht auch der Befehl noch, das Alarmsendeintervall kann man stoppen, einmal hier lokal am Gerät, aber auch aus der Ferne mit dem Steuerbefehl 02 und dann hinten einfach 01. Aber ich zeige euch das jetzt hier mal noch schnell in der Praxis. Wir konfigurieren hier die beiden Sendeintervalle. In der TTN-Konsole gibt es die Möglichkeit, beim Endgerät hier eine Nachricht an das Gerät zu senden. Und dazu geht man einfach auf Messaging. Und dann kann ich hier auswählen Downlink. Das bedeutet jetzt, ich sende vom LoRaWAN-Netzwerk zum Endgerät. Und dann muss ich die Payload eingeben. Und wir stellen jetzt das Sendeintervall für den Normalbetrieb auf 5 Minuten. Das bedeutet einfach, wie ich es zuvor gezeigt habe, 01 00 01 2C. Und dann klicke ich hier auf Schedule Downlink. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn sich der Tracker das nächste Mal meldet, bleibt er ja immer kurz empfangsbereit. Und in diesem Zeitfenster kann jetzt das LoRaWAN-Netzwerk auf den Tracker etwas zurücksenden
und da wird jetzt genau dieser Befehl zurückgesendet. Und das empfängt der Tracker dann und stellt sein Sendeintervall um. Ich würde euch empfehlen, dass ihr hier einfach wartet, bis der Tracker sich gemeldet hat, bis die Einstellungen übernommen sind und erst dann den nächsten Befehl absenden. Wir können das aber jetzt mal machen. Ich werde den Tracker mal zwingen, dass er sich hier meldet. Dazu drücke ich einfach die rote Taste kurz und er baut jetzt eine Verbindung zum LoRaWAN-Netzwerk auf. Piepst auch jetzt. Wie kann man das jetzt wieder abstellen? Wissen wir nicht. Jedenfalls gibt es hier jetzt eine Verbindung vor 5 Sekunden und wenn wir hier mal auf Live Data klicken, gibt es dann hier, ja, das ist jetzt ein Fehler von meinem Server, weil das Alarmpaket, mit dem kann er nichts anfangen, aber es hat hier einen Downlink gegeben. Das heißt, dieses 5-minütige Sendeintervall wurde eingestellt. Und jetzt gehen wir wieder auf Messaging. Wir können jetzt auch den Alarmmodus noch konfigurieren. Dazu einfach wieder die Payload und in dem Fall ist das jetzt hier nicht 01, sondern P1, dann 00, 00 und 1E für 30 Sekunden. Auch hier wieder Schedule Downlink und so wie sich der Tracker wieder meldet beim LoRaWAN-Netzwerk, wird dann im 30-Sekunden-Takt gesendet. Das können wir dann auch jetzt gleich noch beim Live-Test ausprobieren. Ich befinde mich wieder auf dem bereits bekannten Teststandort und das Gateway ist ja da oben. Heute haben wir Sicht. Das beträgt hier jetzt die Distanz etwa 12 Kilometer. Und ich blende euch da auch gleich mal die App ein, damit wir hier sehen, was die aktuellen Empfangsparameter sind. Und der Tracker funktioniert da soweit. Vor 7 Sekunden, 8 Sekunden gab es das letzte Datenpaket und die Signalstärke sieht gut aus. Ich zoome hier mal ein Stück zurück und wir sehen, ein Gateway wurde erreicht und das ist mein Gateway. Und wir sehen unter Daten, dass die Entfernung hier 12,8 Kilometer beträgt. RSSI ist hier mit minus 107 dpm, das ist soweit gut. Ich hatte an dem Standort schon Tracker mit etwas besseren Werten, wobei man jetzt hier auch festhalten muss, für Spreading Factor 7 ist das vollkommen in Ordnung. Was mir sonst noch auffiel, ist, dass der Tracker oftmals im Intervall die Zeiten ändert. Oft sind das 4 Minuten, dann sind das 3 Minuten, obwohl Empfang vorhanden ist. Das ist interessant, also anscheinend gibt es da ein kleines Timing-Problem. Und mir ist aufgefallen, dass der Decoder oft falsche Werte liefert. Und das liegt daran, dass hier der Parametername Longitude verwendet wird und nicht Longitude E zum Schluss, so wie es eigentlich richtig gehört. Ich werde das an Dragino einfach reporten und ich hoffe, dass es da dann ein Update gibt. Ansonsten werde ich euch da meinen Decoder zur Verfügung stellen. Ich habe den etwas modifiziert. Okay, das sieht soweit gut aus. Funktionieren oder die Funktion vom Tracker ist gegeben und die Signalstärke passt da soweit. Akkulaufzeit, da habe ich noch wenig Erfahrung. Er lief jetzt die ganze Nacht durch ohne einen größeren Spannungseinbruch. Also wir sind hier noch immer bei 4 Volt und es waren etwa 4,1 Volt zuvor. Also da hat sich nicht so viel getan. Das war die Vorstellung vom Dragino Tracker D, ein durchaus interessanter Tracker. Vor allem ist er auch sehr offen, was die Software angeht. Man hat viele Einstellungsmöglichkeiten und vom Preis her ist er auch in der Mitte, also ist das schon okay. Ihr findet alle wichtigen Links in der Videobeschreibung, also zu Dragino, zu diesem Tracker, zur Produktseite, zum Manual, zum Payload Decoder, auch zu meiner App. Da schaut einfach mal vorbei. Und ansonsten, ja, was kann ich euch noch verraten? Nächste Woche gibt es dann noch einen GPS-Tracker, den ich euch vorstellen möchte von einem anderen Hersteller. Und ich kann auch schon verraten, das ist mein persönlicher Lieblingstracker. Das ist aber eine ganz andere Nummer, was ich euch da zeigen werde. Okay, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir sehen uns bald wieder hier auf meinem Kanal. Euer Alex. Tschüss.